Hallo und herzlich willkommen. Eine Zuschauerin hat sich gewünscht, dass ich mal ein Thema zu den Antiarrhythmika mache, beziehungsweise wollte sie auch was zur Kardioversion wissen. Wir wollen uns heute aber die Antiarrhythmika mal zusammen anschauen und ich würde sagen, wir legen einfach los. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Paul, ich bin Medizinstudent im letzten Semester, also kurz vor Abschluss des Medizinstudiums. Und wir wollen uns heute zusammen mal die antiarrhythmischen Substanzen angucken, vorrangig nach der Klassifizierung von Vaughan und Williams. Die haben mal versucht, die Antiarrhythmika zu klassifizieren nach bestimmten Wirkprinzipien. Dazu kommen wir gleich. Vorher müssen wir uns aber erstmal angucken, wie überhaupt die Reizweiterleitung am Herzen bzw. an den Herzmuskelzellen dann funktioniert. Dafür gibt es grundsätzlich erstmal zwei verschiedene Wirkmechanismen. Also es gibt einmal das Aktionspotenzial, was vorrangig an den Herzmuskelzellen vorzufinden ist. Und es gibt dieses Aktionspotenzial, was im Sinusknoten und im AV-Knoten zu sehen ist. Was sagt uns jetzt dieses Aktionspotenzial? Das ist die Möglichkeit, wie eben die Herzmuskelzellen miteinander kommunizieren. Das funktioniert über Strom und der wird generiert über Elektrolyte, die über die Membran bzw. durch Kanäle in der Membran eben hindurchfließen. Das sind ja geladene Teilchen, also Ionen, zum Beispiel Kaliumionen, die sind positiv geladen und die wandern jetzt durch diese Kanäle und darüber wird eben letztendlich ein Strom generiert. Konkret ist das so, dass in der Zelle viel Kalium ist, extrazellulär, also außerhalb der Zelle, ist viel Natrium und das wird generiert durch die Natrium-Kalium-ATPase, die in jeder Zellmembran vorzufinden ist. Also wir halten fest, in der Zelle viel Kalium, außerhalb viel Natrium. Jetzt ist es so, dass Kalium permanent aus der Zelle raus will und durch Kanäle auch hindurch darf. Und darüber wird dieses Ruhemembranpotenzial generiert von 90 Millivolt. Das heißt, die Zellen, die wir uns jetzt gerade anschauen, die Herzmuskelzellen, die haben permanent dieses Ruhemembranpotenzial von 90 Millivolt, also minus 90 Millivolt. Also herrscht permanent über der Membran eine Spannung. Wenn jetzt ein Aktionspotenzial an der Zelle ankommt, werden spannungsabhängige Natriumkanäle geöffnet. Das heißt, das Natrium, was außerhalb der Zelle ist, kann plötzlich in die Zelle einwandern und dadurch wird die Zelle depolarisiert. Das heißt, die Spannung über der Membran steigt an Richtung positiv. Bis hin zu 20 Millivolt kann das ungefähr steigen und dann schließen sich die Natriumkanäle wieder und das Kalium versucht wieder das Ruhemembranpotenzial aufzubauen. An dieser Stelle werden aber Calciumkanäle aktiviert, die jetzt das Aktionspotenzial hier aufrechterhalten und darüber die Kontraktion der Muskelzellen bewirken. Calcium wird ja benötigt, damit überhaupt eine Kontraktion stattfinden kann. Hier an der Stelle wandert jetzt das Calcium ein und versucht eben das Aktionspotenzial aufrechtzuerhalten. Die schließen sich dann auch wieder die Kanäle und dann wird das Kalium quasi wieder aktiv, repolarisiert die Zelle. Also repolarisieren heißt immer auf diesen Ausgangswert zurück. Depolarisieren heißt eben zum Positiven hin. Jetzt wird die Zelle repolarisiert und es stellt sich wieder das Ruhemembranpotenzial ein. Warum erkläre ich euch das Ganze? Nur darüber können wir überhaupt verstehen, wie diese ganzen Antiarrhythmika wirken, weil die meisten beeinflussen in irgendeiner Form diese Elektrolyte und versuchen darüber eben das Aktionspotenzial zu verändern und dafür zu sorgen, dass eben Herzrhythmusstörungen tendenziell weniger werden können. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe trotzdem, ihr könnt mir ein bisschen folgen. Vielleicht versteht ihr das dann, wenn wir das am Beispiel machen. Wie kommt jetzt aber das Aktionspotenzial überhaupt zu der Zelle hin? Dafür gibt es eben diese Taktgeber oder diese Schrittmacherzellen, wie man das auch nennt, der Sinusknoten und der AV-Knoten in allererster Linie. Und die haben ein anderes Aktionspotenzial. Hier ist zwar auch von Kalium das Ruhemembranpotenzial getragen, also diese Grundspannung, die über der Membran herrscht. Hier haben wir aber Funny Channel, wurden die genannt, weil die eben komisch sind, weil es solche Kanäle sonst nirgendwo so in der Form gibt. Die hat man relativ spät erst entdeckt. Und die depolarisieren die Zelle permanent zum Positiven hin. Also wir haben immer so eine leichte Schräge bis zu einem gewissen Wert. Ich glaube, bei minus 60 Millivolt ist das, wo Calciumkanäle aktiviert werden. Und hier ist das Aktionspotenzial Calcium getragen. Im Unterschied zu den Ventrikelzellen, hier ist das ja eben dieser Natriumaufstrich, der dann aber durch Calcium noch ergänzt wird. Also dieses Plateau des Aktionspotenzials wird von Calcium getragen, aber ausgelöst wird es durch Natriumkanäle. Hier im Sinusknoten sind es Calciumkanäle, die das Aktionspotenzial tragen. Das ist der grundlegende Unterschied. Und man hat eben diese Funny Channel, die permanent eine Depolarisation auslösen.
Dann bis zu einer gewissen Schwelle werden spannungsabhängige Calciumkanäle aktiviert. Die machen das Aktionspotenzial, die Zelle wird repolarisiert und dann wird wieder langsam depolarisiert. Man nennt das auch diastolische Depolarisation. Das ist eben diese Taktgeberzelle, die permanent eben dieses Aktionspotenzial auslöst, was dann dafür sorgt, dass dann die Muskelzellen letztendlich auch ein Aktionspotenzial generieren. Das sind jetzt relativ viele Vorkenntnisse, die man dafür braucht. Wenn ihr das genauer wissen wollt, das kann man im Internet und bei Wikipedia und überall auch nachlesen, wenn euch das sehr interessiert. An der Stelle soll das erstmal reichen. Wir gucken uns jetzt die Antiarrhythmika an. Wichtig bei den Antiarrhythmika, sie sind nicht nur antiarrhythmisch wirksam, sondern sie können in vielen Fällen sogar erst Arrhythmien, also Herzrhythmusstörungen, auslösen. Dadurch, dass das ein sehr komplexes System ist, blockieren sie eben immer an vielen Stellen das System und nicht nur an einer Stelle gezielt. Also man kann jetzt nicht sagen, Vorhofflimmern wird ausgelöst durch Natriumkanäle, dann blockiere ich die. So einfach ist es leider nicht, sondern das ist ein sehr komplexes Geschehen. Das ist hier sehr, sehr vereinfacht dargestellt. In Wirklichkeit sind da deutlich mehr Prozesse dran beteiligt. Deshalb immer die Gefahr, dass Antiarrhythmika auch proarrhythmische Effekte haben können. Wir schauen uns jetzt die Antiarrhythmika nach Warne und Williams an, also Klasse 1 bis 4, wie ich schon genannt hatte. Wir fangen an mit den Natriumkanalblockern, einer sehr, sehr komplizierten Gruppe, die ist auch nochmal unterteilt in Gruppe 1a, b und c. Da wird nochmal genau unterschieden, welche Spezifikation zu welchen Kanälen die haben. Also die blockieren jetzt nicht nur die Natriumkanäle, sondern teilweise auch Kaliumkanäle oder haben eben eine Spezifikation, dass sie eben nur aktive Kanäle blockieren können oder nur ruhende Kanäle. Das ist sehr, sehr kompliziert und komplex, aber letztendlich die Gruppe 1, diese Natriumkanalblocker, sind auch in der Klinik gar nicht mehr so relevant, weil man in Studien nachgewiesen hat, dass der Effekt, den sie erzielen, sehr, sehr gering ist, beziehungsweise eine sehr, sehr geringe Patientengruppe nur davon profitiert. Das Grundprinzip ist, dass man eben versucht, dieses Aktionspotenzial zu verlängern und die Refraktärzeit auch zu verlängern. Hier am Ende haben wir so einen Zeitpunkt, wo Zellen, also Natriumkanäle, wieder geschlossen sind, manche sind noch geöffnet. Und wenn ich da ein Aktionspotenzial reinhaue, das nennt man auch die vulnerable Phase, kann es passieren, dass eben Herzrhythmusstörungen ausgelöst werden. Dadurch, dass manche Zellen noch refraktär sind, also die können nicht schon wieder sich öffnen, andere sind schon wieder im inaktiven Zustand, können schon wieder aktiviert werden. Und dadurch habe ich so ein Ungleichgewicht, dass manche Zellen aktiviert werden, manche nicht. Und dadurch kann es passieren, dass eben diese kreisenden Erregungen ausgelöst werden und es zur Herzrhythmusstörung kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr schnelle Herzfrequenz, also über 100 Schläge pro Minute habe, dann habe ich diesen Frequenzfilter, dass eben die Natriumkanäle nicht schon wieder aktivierbar werden, sondern eben durch die Substanzen inaktiviert bleiben und eben diese verlängerte Refraktärzeit besteht und die Zellen einfach nicht so schnell reagieren können und dadurch die Herzfrequenz gesenkt werden kann. Substanzen dieser Gruppe sind Lidocain oder auch Chinidin oder Eimalin. Da gibt es relativ viele. Wie gesagt, die werden klinisch relativ selten mittlerweile eingesetzt. Lidocain nur am Rande wird als Lokalanästhetikum übrigens benutzt. Auch da werden die Natriumkanäle geblockt, hat aber in dem Moment eine andere Funktion, nämlich dass die Stelle taub wird und wir eben nicht merken, wenn da kleine Eingriffe vorgenommen werden, zum Beispiel eben jetzt eine Schnittverletzung genäht wird, dann nutzt man hin und wieder Lidocain oder Lidocain-ähnliche Substanzen. Ist aber, wie man hier sieht, auch am Herzen wirksam. Die Gruppe 2 sind die Beta-Blocker. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, wie die prinzipiell funktionieren. Die Beta-Blocker sind bei den antiarrhythmischen Substanzen sehr, sehr wichtig, weil man eben in Studien herausgefunden hat, die können das Leben verlängern. Und gerade nach Herzinfarkt zum Beispiel ist es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um vor Herzrhythmusstörungen abzuschirmen, weil man eben den Effekt des Sympathikotonus, also der Adrenalineffekt in unserem Körper, zu reduzieren, damit das Herz eben nicht überbeansprucht wird. Weil immer wenn ich das Herz überbeanspruche, ist auch wieder die Gefahr, dass Herzrhythmusstörungen ausgelöst werden. Wenn ich jetzt einen Herzinfarkt hatte, dann habe ich da Narbengewebe, was auch immer dafür sorgt, dass an der Stelle Herzrhythmusstörungen begünstigt werden können. Das kann man über Beta-Blocker reduzieren, diese Gefahr, und man senkt auch die Frequenz. Das nennt man dann negative Chronotropie, also Chrono ist die Zeit. Und wir können versuchen, über die Beta-Blocker eben die Frequenz zu senken. Das macht man zum Beispiel auch bei tachykard-übergeleiteten Vorhofflimmern, dass man eben Beta-Blocker gibt, damit eben das Vorhofflimmern nicht so schnell
auf die Kammer übergeleitet wird und wir zwar dieses Vorhofflimmern haben, aber trotzdem in der Kammer immer noch relativ gute Herzfrequenzen erzeugen, damit überhaupt genug Blut ausgeworfen werden kann. Das Gute an Beta-Blockern, hier hat man jetzt nicht diesen proarrhythmischen Effekt, also dass es eben Herzrhythmusstörungen auslösen kann. Das Negative an Beta-Blockern, die haben sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Man nutzt es ja auch, um den Blutdruck zu senken beispielsweise. In dem Fall positiver Effekt, dass es auch den Blutdruck senkt und eben den Sauerstoffverbrauch des Herzens. Deswegen wird es ja auch bei KHK zum Beispiel eingesetzt. Als blutdrucksenkendes Medikament ist es aber nicht mehr Mittel der ersten Wahl, weil die Nebenwirkungen relativ hoch sind, weil eben auch andere Beta-Rezeptoren blockiert werden, die wir gar nicht in erster Linie blockieren wollen. Die dritte Gruppe sind die Kaliumkanalblocker. Das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Hier kommt nämlich das Amiodaron vor oder das Sotalol. Das Amiodaron hat eine Sonderstellung, weil es auch bei ventrikulären, also bei Kammertachykardien wirksam wird. Das heißt, man kann es in der Akuttherapie anwenden. Es wird zum Beispiel beim Kammerflimmern benutzt, wenn ich jetzt nicht defibrillieren kann, beziehungsweise das Defibrillieren eben dem Patienten nicht hilft und immer noch das Kammerflimmern auftritt, kann man Amiodaron geben. Das wird dann gespritzt und darüber kann man versuchen, eben die ventrikuläre Tachykardie zu senken oder sogar zu beenden. Das Amiodaron ist also eines der wenigen, was sogar die Ventrikelfrequenz beeinflussen kann. Bei den meisten anderen Medikamenten ist es so, dass eher im Vorhof, also supraventrikulär, die Herzrhythmusstörungen beeinflusst werden. Hier sind es auch die Kammerfrequenzen, die ich reduzieren kann. Deshalb hat das Amiodaron immer noch eine sehr, sehr wichtige Funktion. Findet man auch hin und wieder bei Patienten in der Hausmedikation, dass die mit Amiodaron eingestellt werden. Das Wichtige an Amiodaron ist, es hat sehr, sehr viele Nebenwirkungen. Also es muss trotzdem sehr, sehr gut überwacht werden und streng die Indikation für Amiodaron gestellt werden. Das Wirkprinzip ist auch hier, dass eben versucht wird, die Refraktärzeit und das Aktionspotenzial zu verlängern, also indem man diese Kaliumkanäle, die hier die Repolarisation herstellen sollen, dass man die blockiert und darüber das Aktionspotenzial verlängert wird und dadurch die Zellen wieder abgeschirmt werden vor eben diesen Extrasystolen und diesen Extraaktionspotenzialen, die da eben ankommen. Wie schon gesagt, die Nebenwirkungen sind sehr, sehr heftig bei Amiodaron. Das liegt daran, dass es sehr, sehr schlecht wasserlöslich ist. Man muss auch am Anfang relativ hohe Dosierung geben, damit überhaupt erst eine Wirkkonzentration überhaupt am Herzen geschaffen wird. Und das Problem ist, dadurch, dass es so schlecht wasserlöslich ist, lagert es sich im Fett ab und vor allem in den Zellen, sodass es in den Lysosomen gespeichert wird. Das kann dazu führen, dass Leberzellen geschädigt werden, dass auch die Schilddrüse beeinflusst wird. Und das Gefürchtetste ist eine Lungenfibrose, also dass man so einen bindegewebigen Umbau des Lungengewebes hat. Und wenn ich das jetzt feststelle bei einem Patienten, muss ich das zeitnah absetzen, weil das 30 bis 100 Tage dauert, ehe das aus dem Körper wieder eliminiert wird. Eben weil das im Fett gespeichert wird und nur nach und nach ins Blut wieder abgegeben wird und dann über die Niere und über den Stuhl ausgeschieden werden kann. Heißt letztendlich, man muss mit Amiodaron sehr, sehr vorsichtig sein, aber in Akutsituationen wird es eben eingesetzt und hin und wieder bei therapieresistenten Vorhofflimmern sieht man das eben auch, dass man darüber versucht, das Vorhofflimmern ein bisschen in den Griff zu kriegen. Die vierte Gruppe sind die Calcium-Antagonisten. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Da ging es aber eher um die Calcium-Antagonisten vom Dihydropyridin-Typ, also die, die eher am Gefäß wirksam werden. Jetzt geht es hier eher um das Verapamil und das Diltiazem. Die haben nicht nur am Gefäßmuskel ihre Wirkung, sondern auch direkt am Herzen an den Calciumkanälen. Welche Calciumkanäle sind das? Das sind die, die hier diese Depolarisation auslösen. Das heißt, Verapamil, Diltiazem ist hauptsächlich wirksam am Sinusknoten, vor allem aber am AV-Knoten. Also es versucht, über den AV-Knoten die Frequenz, die vom Vorhof auf die Kammer geleitet wird, weiter zu reduzieren. Beim AV-Knoten handelt es sich sowieso auch physiologischerweise um ein Frequenzsieb, also habe ich jetzt sehr schnelle Frequenzen vom Sinusknoten oder vom Vorhof in Form eines Vorhofflattern, Vorhofflimmern zum Beispiel, dann habe ich den AV-Knoten, der eben diese schnellen Frequenzen nicht direkt weiterleitet, sondern immer ein bisschen abschirmt, damit eben die Kammer so einen extra Schutzmechanismus hat und nicht so schnell eben in so ein Kammerflimmern oder Kammerflattern gerät. Das kann ich jetzt unterstützen, dass ich eben diesen Calciumkanal hier noch blockiere, dass es eben noch langsamere Frequenzen überleitet und die PQ-Zeit dadurch auch wieder verlängert wird. PQ-Zeit im EKG
Will ich jetzt an der Stelle nicht erklären, nehmen wir einfach mal so hin, es wird dann eben weniger und langsamer die Frequenz übergeleitet. Hier muss man allerdings aufpassen, wenn ich jetzt schon AV-Block zweiten oder dritten Grades vielleicht habe und jetzt einen Calcium-Antagonisten gebe, kann es dazu führen, dass die Situation weiter verschlechtert wird. Und beim AV-Block dritten Grades besteht dann akut Interventionsbedarf. Nebenbei erwähnt, Beta-Blocker und Calcium-Antagonisten sollte man möglichst nicht kombinieren, weil die beide diesen Effekt haben, dass eben Frequenzen schlechter übergeleitet werden. Eine Daseinsberechtigung haben die Calcium-Antagonisten vom Verapamil-Typ trotzdem, weil sie eben den Blutdruck senken, also darüber auch gleich den O2-Verbrauch des Herzens wieder senken können und eben bei supraventrikulären Tachykardien eingesetzt werden. Zum Beispiel auch, wenn ich Beta-Blocker nicht vertrage oder da irgendwelche Kontraindikationen bestehen, hat man dann eben diese Calcium-Antagonisten immer noch in Reserve, die man dann dem Patienten unter Umständen geben kann. Das waren die vier Klassifizierungen nach Vaughan und Williams. Eine kleine Eselsbrücke noch. Nachts besser keinen Kaffee. Also nachts Natriumkanäle Klasse 1. Besser sind die Beta-Blocker Klasse 2. Keinen sind die Kalium-Antagonisten und Kaffee sind die Calcium-Antagonisten. So kann man sich das relativ einfach merken. Die Klassifizierung ist schon relativ alt. Manche streiten sich darüber und sagen, das ist alles gar nicht ganz so eindeutig einzuordnen, weil auch häufig andere Ionenströme gleich mitgehemmt werden. Dennoch ist es heutzutage immer noch in den Lehrbüchern so eingeteilt. Es gibt jetzt noch weitere, die eben da nicht klassifiziert werden können. Hier zum Beispiel zu nennen das Adenosin. Das Adenosin blockiert auch die Überleitung am AV-Knoten. Das wird zum Beispiel zur Beendigung klassischerweise von Reentry-Tachykardien benutzt. Also das ist so ein Krankheitsbild, was junge Frauen, meistens Lehrerinnen komischerweise, haben, dass die von jetzt auf gleich plötzlich sehr hohe Herzfrequenzen haben, weil es eben zu kreisenden Erregungen kommt. Und die kann man zum Beispiel mit Adenosin beenden. Das hat nur eine Halbwertszeit von wenigen Sekunden. Das heißt, man spritzt das und es ist auch innerhalb von wenigen Sekunden schon wieder verpufft und hat seine Wirkung verloren. Kann aber eben den AV-Knoten kurzzeitig blockieren, sodass dann diese Reentry-Tachykardie beendet werden kann. Ein weiteres Medikament, was jetzt nicht direkt ein Antiarrhythmikum ist, sind die Herzglykoside, also digitales Präparate, was auch so als Reservemedikament bei Vorhofflimmern zum Beispiel eingesetzt wird, um eben die Frequenz senken zu können und die Herzkraft ein bisschen zu steigern, zum Beispiel bei einer chronischen Herzinsuffizienz. Und das Letzte, was ich noch mit nennen wollte, ist das Ivabradin. Das Ivabradin wirkt an diesem Funny Channel und kann diese Depolarisation, also diese diastolische Depolarisation, die da immer stattfindet, verlängern, sodass es eben länger dauert, bis der Sinusknoten wieder diesen Punkt erreicht hat, wo der Calciumkanal sich öffnet. Und darüber wird isoliert am Sinusknoten eben die Frequenz versucht zu senken. Die Indikation für Ivabradin ist auch relativ eng zu stellen, also beispielsweise wenn andere Medikamente nicht wirksam sind oder nicht vertragen werden kann. Es wird mittlerweile bei koronarer Herzkrankheit teilweise eingesetzt. Funktioniert aber nur, wenn wir überhaupt einen Sinusrhythmus haben. Hat jemand einen Vorhofflattern oder Vorhofflimmern, kann ich das prinzipiell gar nicht einsetzen, weil dann eben diese Funny Channel gar nicht mehr wirksam sind, weil ja eben die Frequenzen gar nicht mehr aus dem Sinusknoten kommen, sondern von irgendwelchen ektopen Schrittmacherzellen bzw. von kreisenden Erregungen. Senkt auch den O2-Verbrauch am Herzen und ist für spezielle Indikationen eben bereits zugelassen, sieht man aber noch ziemlich selten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was vermitteln. Wie ihr vielleicht selber gemerkt habt, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ehe man sich da so reingefitzt hat, dauert das so seine Zeit. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt selbstverständlich gerne den Kanal abonnieren, um in Zukunft auch keine weiteren Videos zu verpassen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ciao!